Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Sims 4 und ich hoffe auf irgendeine Art und Weise familienadäquat. Ja, wen sehen wir hier? Unsere freundliche Kitami, die immerhin noch hier am Abhängen ist. Die hängt da ab und hängt da ab, das ist der Wahnsinn, wie die da abhängt. Ja, da hängt sie schon seit Stunden, das hat sie überwunden. Ja, und ist schon der Wahnsinn. Wie sieht's bei mir selber aus? Ich habe gerade meinen Joghurt gegessen. Lecker Joghurt. Jetzt bin ich hier am Tanzen. Und wie sieht's denn bei ihr aus, bei Maya Müller? Sie macht oben ihr Training, ihr energetisches. Kann sie machen. So, ich müsste aber selber mal kurz mal hier mal bitte aus dem Weg. Das heißt, ich möchte hier mal langlaufen. Das heißt, hier hin teleportieren, das kann ich bestimmt auch. Da können wir mal gucken. Ich kann mich nämlich da auch teleportieren. Zip! Und das ist der sogenannte Quantenantrieb bei der Familie Quantum. Dann löse ich mich da auf. Und dann werde ich dort erscheinen. Und da bin ich. Gut, dann gehen wir mal in den Baumodus rein. Ich habe ja gesagt, dass ich was machen möchte. Und jetzt weiß ich nicht, wo Maya Müller gerade hängt. Ist sie noch oben? Ja, sie ist noch oben. Da stört sie nicht. Da kann sie ruhig bleiben. Das ist in Ordnung. Gut, ich mach mal The Late Daylight. Und ich möchte jetzt gerne das Wohnzimmer. Hoppala. Den Wohnzimmerbereich so ein bisschen weihnachtlich trimmen. Hier draußen möchte ich auch noch ein bisschen was machen. Weil die Zeit, die kommt ja immer näher und immer näher und lässt sich ja nicht mehr verleugnen, wie nah es mittlerweile ist. Und ich sehe gerade, ich sollte kurz doch nochmal in den Spielmodus reingehen. Machen wir nochmal kurz auf Pause. Weil ich brauche hier drinnen definitiv Licht und weil ohne Licht funktioniert es nicht. So, dann möchte ich gerne mal einschalten und zwar dieses Zimmer. So, wir haben in diesem Zimmer Licht und dann werde ich ja in den Baumodus gehen, sowas, genau. Sehr schön. Gut, Weihnachten, es weihnachtet sehr und das ist auch bei der Familie Quantum so. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir was wohin irgendwo positionieren, damit wir hier schöne Weihnachten haben. Ja? Gut, die Disco-Anlage, das wisst ihr ganz genau. Die kommt natürlich wieder ein bisschen zur Seite gestellt, weil hier im Raum, da kommt natürlich auch wieder die Tanne hin, ne? Der Weihnachtsbaum. Ne? So, wo haben wir den Weihnachtsbaum? Da haben wir den Weihnachtsbaum. Ich weiß nur noch nicht, in welche Farbe ich ihn nehme. Draußen haben wir ihn ja klasse, haben wir ihn weiß gehalten, wegen, ja, ihr wisst schon, Winter und so weiter. Wintersimulation.de. Und hier drinnen bin ich am Schwanken. Entweder ich nehme ihn hier drinnen in klassisch grün, also in dieser klassischen Farbe. Ne? Oder wir machen dieses Jahr ein Wagnis und nehmen den in so einer Farbe. Jetzt muss ich erstmal gucken selber, wie das aussieht. Ah, nee, das Goldene, ich weiß nicht. Wir behalten ihn wirklich in der klassischen Farbe. Es ist zwar etwas abgedroschen und das ist, sagen wir mal, der eine oder andere würde sagen, wieso machst du immer diesen Tannenbaum? Ja, es ist halt ein klassischer Tannenbaum. Gut, jetzt muss ich mal schauen, ob der hier irgendwo um durchguckt. Ja. Wenn ich nämlich unten gucke, sieht das geil aus. Es sieht super aus, eine schöne große Tanne. Problem ist, der guckt aber oben durch. Das ist ganz blöd, das Ding. Oder ich mache hier oben auch noch eine Tanne rein, dann fällt der... Ja, dann fällt der auch auf. Ich kann es drehen, wie es will. Ich kann ihn leider nicht so groß machen. Ja. Mhm. Letztes Mal hatten wir ihn ja größer gemacht. Dann hatte ich oben gesagt, ist egal. Aber dieses Jahr will ich es doch ein bisschen kapazitiv normal machen. So, ich möchte den natürlich dann hier näher ranbringen. Stockwerk entfernen? Nein. Wieso kriege ich den Teppich nicht selektiert? Was ist hier mit dem Teppich abnormal? Aha.
So, einmal hier den Teppichteil. Da möchte ich das Teppichteil natürlich auch kopieren. Oh, den hatten wir größer gemacht schon. Okay, ich verstehe. Ah, jetzt muss die Kamera noch verändern. Genau. Weil da mache ich hier ein Rondell rauf. Genau. Und auf diesen Rondell kommt dann die Tanne rauf. So ist das Ganze geplant. Wobei ich bin fast am Überlegen, ob wir das Ganze ein bisschen höher ziehen, damit abschließt, oder? Muss das sein? Weiß ich nicht. Schwierig. Es wäre schon besser, wenn das so verbindet, wa? Das heißt, wir werden das... Ah, schon wieder hier unselektiert. Ja, wir machen das bis dahin und dann machen wir das dann daran. So, ja. Ich bin noch nicht ganz glücklich. Das haut hier noch nicht hin. So ist besser. Ja, so ist besser. So, Geschenke. Groß, Geschenke dekorativ. Da haben wir die hier auf jeden Fall. Die darf auch ein bisschen so in der Tanne hier versteckt sein. Darf auch ein bisschen gedreht sein, das Ganze. So, ein bisschen darunter. Ah, mal hier noch vier Geschenke hier. Blau. Haben wir was mit Gold oder so? Hier, sowas Klassisches. Ja. So ein bisschen näher ran. Mal gleich gucken, mal wie das wirkt. Blau. Hier was wie die Damen dabei. So, ha? So, Geschenke. Dann haben wir Geschenk groß. Das ist dieses Riesenpaket. Oh Gott. Oh. Das Riesengeschenkpaket. warte mal, das machen wir anders. Das heißt, die Kleen machen wir hier so ein bisschen auf der Seite. Und das riesen Dings hier. Obwohl, warte mal, das ist blöd, wenn ich das habe. Mach mal. Ich weiß nicht, das passt hier nicht wirklich rein. Es ist ein riesen Cluster von Teil. Nee, den lassen wir mal sein hier. Der passt hier nicht. Also ein bisschen Design sollte schon sein. Gut, holen wir den noch mal ein bisschen runter. So sieht das so ein bisschen verteilter aus. Gut, haben wir dann noch was anderes hier mit Weihnachten? Kinderdeko, was haben wir denn hier? So ein Pferdchen zum Beispiel. Hm? Kann man hier so ein bisschen runterpacken. Was haben wir denn noch Schönes? Hier so ein Winzwerk. Wie sieht denn der aus? Nee, der sieht eher unheimlich aus. Hase passt nicht. Lama Mama ist leider so groß. Die ist so... die sind cool. Ja. Was? So.
Hier mit so reinsetzen ein bisschen. Ein bisschen unordentlich darf es aussehen. Nicht zu viel geordnet. Dann setzen wir den mal hier so ran. Hier so ein Flugzeug. Ist doch cool. Kinder mögen doch so Flugzeuge. So für Jungs zum Beispiel. So. Was haben wir hier? Ein Boot? Nee, das Boot ist langweilig. Heiterer Wagen. Welche Farben gibt es denn? Blau? Na, nehmen wir mal die Farbe hier. Was haben wir denn da? Das ist ein bisschen zu nah dran, ne? Ah, weiß nicht. Autos. Ja, so ein Auto, das geht schon, ne? Ja. Zusatzmotorwagen, ne. Nur ein Roboter? Ne. Aber so ist doch schon schick, oder? Eine Lokomotive. Chaka chaka chu chu. Da haben wir sie. Wie sieht's mit so einem Mississippi-Dampfer aus? Wäre auch eine Idee, ja? Jo, ein Mississippi-Dampfer, sowas, da ein bisschen was zum Spielen zwischen, die Geschenkboxen. Ja, das ist alles soweit schick, das ist soweit in Ordnung. Werden wir mal gucken, dass wir das hier vielleicht noch ein bisschen umgesiedelt kriegen. So, kriegen wir die hier vielleicht noch mal ein bisschen näher ran? Ja, so in der Art. Hä? Wobei, ich möchte die gerne ein bisschen drehen. So in der Art, ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Pass, 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 pass. Gut, den Bereich haben wir. Weihnacht. Weihnacht, Weihnacht in Skulpturen. Da haben wir den Schneemann nur. So, Weihnacht, verschieden in Deko. Da haben wir den Baum und das Ding, okay. Wanddeko. Ah ja, da haben wir unsere klassische Wanddeko. Ja, 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 die klassische Wanddeko. Die ist mittlerweile so klassisch, dass sie so klassisch ist. Machen wir sie größer. So, wie, bei den Quantums, da kann das auch ein bisschen größer sein. Hä? Da machen wir dann hier eine ran, dann machen wir da eine ran. Oh, es geht wieder los. Also ich merke das so. Oh, Weihnachtszeit, ja. Ah, hier haben wir sie. Ach, hier haben wir diese kleinen Sterne gehabt. Die haben wir geleuchtet. Oh. Ah. So, hier könnten wir vielleicht auch nochmal solche Kränze ranbringen. Einen da und einen da hin, so symmetrisch. Oder hier an der Treppe nochmal. Ich muss nochmal gucken, wo ich die ranbringe. Ich denke, hier neben die Bilder wäre vielleicht gar nicht mal so grundverkehrt. Da lasse ich sie aber auf etwas normalere Größe. Weil ich möchte sie dann gerne nochmal hier an der Treppe haben. Oder auch nicht. Nö. Nee. Doesn't work. Okay, dann doesn't work at. Wenn das nicht arbeiten will, ja. Hier, jetzt machen wir mal nicht so eine komplette laufende Girlande. Wir machen in den Fenstern hier rein. Beziehungsweise, welche Farben haben wir da? Wie machen wir sie? Bläulich oder so? Ich mach sie in bläulich rein. Ist netter. Halt, irgendwas hat... So. Es hat mir das Fenster weggeruppt. Gut.
Okay. Das heißt, in den Fenstern hier kommen die rein, hier nicht, wa? Nee, da passt das nicht. Da passt das auch nicht. Okay. Hier haben wir auch nur die Fenster, da haben wir die. Auf Bad will ich das nicht machen. Es wird nur das Wohnzimmer dekoriert. Da passt das nicht rein. Hier auf der Höhe da unten, das wäre eine Möglichkeit. Ich bin noch am Überlegen. Auf jeden Fall hier vorne am... Genau, hier vorne auf jeden Fall. Unter den Familienwappen, da gehört das schon hin. Hier könnte man die theoretischerweise auch nochmal anbringen. Hoppala, das ist etwas zu niedrig. Wobei, die könnten wir eigentlich auch noch ein Stück größer... Ja, weiß ich nicht. Nee, ein bisschen größer ist blöd. So in der Art. Wie sieht's denn aus? Habe ich die eigentlich mal zusammenbekommen? Ich glaube, das war mit den Tricks, mit den größer machen. Dann haben die auch zusammengehangen, ne? Gut. Wir können auch die wieder hier ran machen. Ach, da haben sie da rangepasst. Okay. Ich hab nichts gesagt. Da stört's mit dem Bild. Ja, Milady, Sie müssen etwas hinunter. Kriegst du doch mal ein bisschen höher? So, danke sehr. Ja, so wird die Verwandtschaft rumgeschubst, wa? Gut, wir sehen uns morgen weiter beim Weiterdekorieren. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund und vor allen Dingen lasst euch nicht ärgern und lasst euch nicht herumschubsen, wie ich hier mit der Verwandtschaft rumschubse, wa? In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.